Und hier eine weitere Idee oder ein weiterer Aspekt, was das Gute sein könnte, mit dem man das Böse überwinden kann. Wir haben hier bei uns in der Schule, in unserem Trainingsraum, die sogenannte Es lohnt sich zu leben Bibliothek aufgemacht. Das heißt, wir oder die Schüler posten immer wieder einen Grund, warum es sich zu leben lohnt. Den hängen wir dann an unserer Tür auf und später dann hier an der Wand. Und so können die Schüler immer wieder den Blick auf etwas richten, auf etwas Gutes richten, warum es sich lohnt zu leben. Dann richten sie den Blick weg von dem, was böse ist. Und so ist die Es lohnt sich zu leben Bibliothek eine Möglichkeit, das Gute mit das Böse mit Gutem zu überwinden. Ja, so früh morgens im Trainingsraum, da weiß man noch nicht genau Bescheid, was man da eigentlich spricht. Aber auf jeden Fall soll das ein weiterer Aspekt von dem sein, wie man das Böse mit Gutem überwinden kann.